Yes. Fer alguna cosa gran que ens deixés el record per sempre. Aquesta és una frase dels que van iniciar tota aquesta moguda. Avui celebrem el 35 aniversari de l'agermanament de Matadepera Maria Far, Maria Far Matadepera. Tots, la majoria, sabeu com va començar això. Això va començar amb la trobada internacional de gegants de l'any 1982. Hi va haver-hi dues persones que van ser els puntals d'això. Malauradament no estan entre nosaltres, que van ser el Manel Carrera i la Francesca Marlet. Per què diem això? El Manel Carrera va ser el que va tenir la brillant idea de fer uns gegants a Matadepera. Matadepera no tenia gegants i els primers gegants que es van fer van ser el Llorenç i l'Agnès. Aquests que heu vist moltes vegades passejar pel poble i per molts pobles de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'Europa i sobretot també de Maria Far. I la Francesca Marlet per què? Perquè la Francesca Marlet tenia una amiga que va venir aquí per la guerra i li va explicar que a la vall del Lungau, a la comarca d'on venen els nostres amics de Maria Far, també hi havia gegants. I quan es va muntar la primera trobada internacional de gegants, se'ls va convidar. I vam tenir la sort que van venir aquí. I els amics de Maria Far, avui, fa 35 anys que hi tenim relació. 36 perquè l'any 83 ja hi vam anar. Així va ser com va començar tot això, francament. A l'any 1984, concretament el 9 de juny, aquí, en aquest ajuntament que tenim al nostre darrere, que ja hi era, encara que fos del segle passat, aquest ajuntament ja hi era, es va signar l'acte oficial d'aquest agermanament. I des llavors ençà, qui ha fet possible tot això? Ha fet possible que arribés aquí les persones que han format part dels gegants, de la banda de música, de totes les entitats tant de Matadepera com de Maria Far, que han fet possible aquests intercanvis que hi ha hagut any a any, i evidentment doncs, els ajuntaments respectius, amb una menció molt especial al Víctor Peiró, que va ser el primer, va ser el que va signar aquest acte d'agermanament, i el Otmar de Maria Far, el geganter de Maria Far. I després, els dos alcaldes que van fer possible que això tingués aquesta gran continuïtat i arribés aquí als 35 anys, van ser el Franz Doppler, que era l'alcalde de Maria Far fins fa poc, i la Mireia Solsona, que també va fer la seva feina des de Matadepera. Es van fer moltíssimes activitats. Com deia, l'any 82 es va fer la primera trobada internacional de gegants. L'any 84 es va signar l'agermanament oficial. L'any 92 es va fer la segona trobada internacional de gegants. I els gegants de Maria Far, el Samson Group, també van venir a Matadepera. Llavors, el 94 es va fer una cosa impensable. El senyor Francesc Duc va anar a l'estació de França i va anar a comprar un bitllet per anar amb tren de Barcelona a Villach, al sud d'Àustria. Va comprar 430 bitllets, només va pagar 13 milions de les antigues pessetes. No sé com els portava, si cas després li pregunteu. Però li va sortir bé. Tenia la recambra, anar-hi d'una altra manera, però li va sortir bé. Això va ser pel 10è aniversari, el 94. Llavors, el 2009, en el 25è aniversari, es va fer un avió, 180 places. Va sortir de Barcelona i va arribar, crec que a Salzburg, i a les pantalles digitals posava Matadepera Maria Far. Vull dir que també va ser molt interessant. Aquell any també amb l'avió hi va acompanyar un autocar per terra. És a dir, els viatges de Matadepera Maria Far, Maria Far Matadepera s'han fet sempre per terra i s'han fet per aire. Però ningú descarta que algun dia es pugui fer per mar, també. Perquè ara, amb el canvi climàtic que s'està visquent, ningú ens diu que algun dia puguem arribar a flotar un vaixell d'aquests tan grans que ens venen al port de Barcelona i puguem arribar molt a prop dels llacs que tenen a Maria Far. Llavors, també, quina entitat ha estat acompanyant tots aquests anys a Maria Far i fent activitats? El Drac Ski Club. Des del 94 fins al 2013, el Drac Ski Club, comandat pel Josep Aguilera i la Pilar Pujol,
van estar anant cada Setmana Santa a esquiar a Mariafar. Això va portar a fer unes relacions encara més cordials, encara més intenses. Hi ha una persona a destacar que tampoc està entre nosaltres, que era de Mariafar, que era la Margaret, que és la senyora que més vegades hem parlat amb ella, hem tingut contacte, etc, etc. I tots els que hem anat a Mariafar, tots els que heu sentit a parlar de Mariafar, doncs segur que heu sentit a parlar de la Margaret. Llavors, tirant més enrere, els geganters, que també vam estar molt actius en aquells moments, teníem un ídol com a geganter, que era el Hans, també traspassat fa uns quants anys. El Hans era el carter de Mariafar i, a més, era un geganter exemplar que ens va ensenyar moltes coses d'aquest món. Això és el que ha fet possible que aquests 35 anys hagin arribat fins aquí. Han arribat fins aquí amb l'ajuda, com deia, de totes les institucions, començant per moltes associacions de Matadepera, a totes les persones que han format part de l'Ajuntament, alcaldes i regidors, que tots han estat d'acord que això arribés a terme, i s'ha aconseguit que la gent jove també fes aquest intercanvi. La coral, la banda de música, el futbol, etc, etc, un munt d'activitats que s'han anat fent durant tots aquests anys. Avui volem celebrar això, volem que això no s'acabi i volem que això duri per molts anys més. Ich hatte Millie gesagt, 4 Sätze. Kurz und bündig. Millie, vielen Dank. Nein, was Millie hier gemacht hat, ist ein bisschen, was wir auch in dieser Sonderausgabe unserer Gemeindezeitung geschrieben hatten, ein bisschen eine Zusammenfassung von dieser 35 Jahre gemeinsamen Geschichte. Ja, er hat erzählt, wie das alles entstanden ist. Das war durch unsere Samson. Wir hatten keine Samson. In den 80er Jahren wurde ein Samson gebaut. Und da haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir die Welt einladen nach Matadepera, damit die alle wissen, dass wir jetzt ein Samson haben. Dann wurde dieses internationale Treffen organisiert. Und da wurde eure Samson eingeladen durch eine gemeinsame Freundin von einer unserer Kulturrätinnen, Frau Franziska Marletti, die leider von uns schon gegangen ist. Diese Freundin aus Österreich, aus Linz, kennt die Lungau, kennt eure Samsoner und ist angeblich dann zu euch gekommen, hatte irgendwelche Kontakt und hat gesagt, du hör mal, in Matadepera, in der Nähe von Barcelona, findet dieses internationale Riesentreffen statt, wollt ihr nicht mitmachen? Und da hat Hans war damals der Samson-Leiter, oder wie heißt der Samson-Führer? Ja, Obmann, genau. Hat gesagt, wir machen mit und ihr seid gekommen. Von allen Gruppen, Samson-Gruppen, die hier in Matadepera waren, und das waren vielleicht 40, 50 Samson-Gruppen aus all Europa, plus die Gruppen hier von Spanien und Katalonien, Mariafar war besonderes. Unsere Samson-Leute haben sich sofort, ich würde fast sagen verliebt, aber nicht, aber die haben sich super verstanden mit eurer Gruppe. Und klar, als der Tag kam zum Abschied, sagte Hans, ihr müsst unbedingt zu uns. Und so blieb das. Aber das hat doch stattgefunden. 1984 sind wir mit Reisebussen, damals immer mit Reisebussen natürlich, nach Mariafar gekommen. Zeit danach hat man sich hingesetzt und gesagt, komm mal, wenn wir uns so gut verstehen, obwohl wir uns nicht verstehen, wenn wir den Wille haben, Freunde zu bleiben, warum machen wir nicht eine Partnerschaft im Rahmen Europa? Damals war Spanien gerade in Europa eingetreten. Und das war für uns eine sehr große Sache. Dann haben wir diese Partnerschaft abgeschlossen. Ja, und das ist, was wir hier jetzt feiern, diese 35 Jahre. Was wir geschafft haben, ist nicht einfach. Leute, die so wenig miteinander gemeinsam haben, haben doch was gemeinsam. Der Wille, Freunde zu sein, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, sich zu besuchen. Und das haben wir in diesen 35 Jahren geschafft. Dank Leute, die Lust hatten, das zu versuchen. Warum nicht? Menschen sind Menschen und wir fahren dorthin und schauen, was die uns erzählen und wir laden die Leute ein und schauen, was wir denn geben können auf dieser Reise. Millie hat auch erzählt, dass natürlich gibt es bei jeder Geschichte Leute, die im Vordergrund stehen. Damals war Manuel Carreras, der auch von uns gegangen ist, einer dieser Menschen. Er hatte die Idee, Samson zu bauen. Er hatte die Idee, diese internationale Treffen zu organisieren. Da war Franziska Marlet, die war bei der Gemeinde als Gemeindevertreterin.
für Kulturwesen zuständig und sie hat gesagt, das organisieren wir und die Gemeinde unterstützt. Die Gemeinden und die Gemeindevertreter und die Bürgermeister haben eine sehr große Rolle gespielt in diesen 35 Jahren. Ohne dessen Unterstützung wäre das Ganze nicht möglich gewesen. In den letzten Jahren haben wir eine große Unterstützung gefunden an Bürgermeister Doppler, Franz, und an unsere Mireia. Die waren immer da, die haben immer unterstützt. Die haben uns nie weggeschickt, wenn wir eine lustige Idee hatten, wie lass uns ein Flugzeug organisieren und mal nach Salzburg fliegen mit 200 Leuten. Dann waren auch andere Leute da. Da gibt's in diesen 35 Jahren gibt's keinen anderen Mensch, der so oft in Maria Fahr gewesen ist wie Pilar und Giuseppe von Drageski. Die sind zu euch gekommen jeden Ostern vor mehr als 25 Jahren, haben eine Gruppe immer mitgebracht von 50, 60 Leuten zum Skilaufen. Und die Jahre, wo es nicht so viel los war in der Partnerschaft, die haben das immer irgendwie am Leben gehalten. Auf eurer Seite war Margaret, für uns Margaret. Ich glaube, ihr nennt sie, habt sie genannt, Auswegger Gretel. Ja. Die war auch immer da. Die hat Spanisch gesprochen, aber nicht gesprochen, aber sie hat trotzdem Spanisch gesprochen. Die hat immer erzählt, die hat uns erklärt die Sachen, weil viele Sachen haben wir am Anfang nicht verstanden, warum macht ihr das, was ist hier los und so weiter. Die war immer da und ich weiß, dass für Giuseppe und Pilar war sie auch sehr besonders, also sie sagen immer ein Teil ihrer Familie und das war so. Und das ist die echte und richtige Partnerschaft. Ja, dann, was hat er noch gesagt? Drageski, okay. Und dann, jetzt sind wir hier. 35 Jahre sind vergangen. Man würde sagen, es wird einfacher werden, weil mit Internet und Reisen ist einfacher und so weiter, konnte diese Partnerschaft schneller wachsen. Aber Menschen müssen dahinter stehen. Jemanden muss das führen, jemanden muss das organisieren, jemanden muss das machen. Wir sind bereit. Unsere Bürgermeister, eure Bürgermeister Andrea, unsere Bürgermeister Neil, die sind auch bereit, so haben sie gesagt. Und wir freuen uns auf die nächsten 35 Jahre. Wir sind mit dem Reisebus gekommen, wir sind mit dem Zug gekommen, wir sind mit dem Flieger gekommen. Und Mili meint, mit dem Umweltwandel, wahrscheinlich das nächste Mal kommen wir mit einem Schiff, wenn es so weitergeht. Danke, dass ihr da seid und genießt unsere Festa Major. Bé, molt bona tarda a tothom. Alcalde de Maria Far, regidores, regidors, exalcaldes i exalcaldesses dels respectius municipis, també exregidors i exregidores de l'Ajuntament, presidents també en els dos municipis de l'Agermanament. Bona tarda també per tots els amics i amigues dels dos municipis que avui us heu volgut aplegar aquí a la plaça de l'Ajuntament. Hem de dir que avui és un dia emotiu, un dia de generositat, un dia gran per l'humanisme i pels lligams culturals, on ens congratulem de celebrar el 35è aniversari de l'agermanament entre Maria Far i Matadepera. L'agermanament entre dos pobles és l'establiment oficial de lligams de cooperació mútua entre aquests dos indrets que tenen característiques en comú i que, tot i les diferències culturals, es comprometen a millorar la coneixença mútua i l'ajuda bilateral. I dit això, segurament molts de vosaltres us preguntareu què tenen en comú Maria Far i Matadepera? I així fou com l'any 1981 es va iniciar un procés on el món geganter fou el nexe cultural que va unir Matadepera i Maria Far, on les trobades internacionals de gegants varen jugar un paper capdalt perquè un temps més tard, l'any 1984, els dos municipis decidissin formalitzar aquesta relació. A partir d'aquest moment s'han anat succeint diverses trobades entre els ciutadans dels dos pobles, creuant Europa amb bus, amb avió, amb els vehicles particulars i fins i tot amb un talgo especial. N'estic segur que aquest intercanvi que s'ha anat consolidant amb els anys ha forjat amistats que perduraran per sempre més. Aquest fort lligam és el que uneix Matadepera i Maria Far des de fa 35 anys. L'esperit de sumar sinergies de forma igualitària i recíproca per tal d'afavorir l'intercanvi sociocultural i promoure la cultura. Altrament, l'agermanament també té la vocació de difondre arreu del món
les respectives arrels dels nostres pobles, però també les tradicions dins d'una Europa cada cop més cosmopolita i moderna. Però també he de dir que aquest lligam valuosíssim no hauria estat possible sense la inestimable feina que realitza la Comissió d'Agermanament i que any rere any segueix mantenint viu l'esperit de l'agermanament entre els respectius pobles. Com a nou alcalde de Matadepera, permeteu-me que amb molta humilitat us digui que em sento orgullós de la feina que tots els que us trobeu aquí heu fet fins a dia d'avui per l'agermanament, també dels que avui no hi són. Vull manifestar-vos, en nom de tot el consistori, el més sincer agraïment a tots els que hi treballeu o hi heu dedicat algun moment de les vostres vides. Ara, però, és el moment de mirar el futur. Jo veig que als dos municipis hi ha moltes persones amb il·lusió i moltes ganes de seguir aquest projecte comú, d'ampliar-lo any rere any, i que ens demostra que els valors d'una Europa de democràcia, pau i prosperitat són a dia d'avui més vius que mai. Tenim un objectiu en comú, que des de Sant Llorenç del Munt fins a la Vall de Longau aquest model d'agermanament aporti valor afegit als nostres pobles i també desitjo que ens ajudi a enriquir la nostra diversitat cultural i social, tot fomentant el respecte, la tolerància i la igualtat. Alles Gute, per molts anys d'agermanament entre Matadepera i Mariafar. Danke, Herr Bürgermeister. Der Bürgermeister hat seine Anrede angefangen mit einer Begrüßung für eure Bürgermeister Andreas, alle Gemeindevertreter, alle ehemaligen Bürgermeister unserer Gemeinde und alle ehemaligen Gemeindevertreter der gegenseitigen Gemeinde. Er hat auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der Partnerschaft, wie das entstanden ist, hat er auch erwähnt, der Riesentreffen von damals in den 80er Jahren. Und dann, ein Teil von seiner Rede hat er mir schon gesagt und ich hatte das schon übersetzt, also ich lese euch das vor, ja. Die Riesenfiguren Lorenzo, Agnes und Samson waren der kulturelle Treffpunkt, den Matadepera und Mariafar zusammen verbunden haben. Seit 1984 haben wir viele Begegnungen stattgefunden. Wir sind quer durch Europa gefahren, im Bus, im Flieger, private Pkw und sogar mit dem Zug. Dieses ist das starke Band, welches Matadepera und Mariafar seit 35 Jahren verbindet. Der Geist, Synergien zu bündeln und auf egalitär und gegenseitige Weise um menschliche und kulturelle Austausche zu ermöglichen. Die wertvolle Verbindung wäre aber ohne die unschätzbare Arbeit der Partnerschaftskomitees Matadepera und Mariafar, die Jahr für Jahr der Partnerschaftsgeist in unseren Gemeinden am Leben hält, nicht möglich gewesen. Für Ihr Engagement ein herzliches Dankeschön. Auch Dankeschön an alle anderen Leute, privat oder von Vereinen, die mitgemacht haben in diese ganzen 35 Jahre, damit der Austausch, damit die Partnerschaft nicht stirbt. Wir blicken jetzt mit Freude in die Zukunft auf unser gemeinsames Projekt innerhalb einer Europa der Demokratie, Frieden und Wohlstand, die wir uns von St. Lorenz del Mont bis zu Lungau wünschen, vorantreiben. Möge unsere Partnerschaft unsere beiden Völker bereichern. Ich wünsche, dass die Partnerschaft unsere kulturelle und soziale Vielfalt auch bereichert und dass Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung gefordert werden. Gute Festa Major. Benvolguts, amics de Matadepera. Gràcies per convidar-nos a celebrar l'aniversari de l'agermanament. Les nostres tradicions en un exem des de fa 35 anys, cosa de la que podem estar orgullosos. Per a que un agermanament continuï, viu cada un de nosaltres ha de fer la seva aportació. Aportació. Tant de bo, siguem capaços de mantenir-lo en el futur en una Europa sense fronteres i amb regions autodeterminades i fortes. Estimats amics, per al futur us desitgem molta salut i èxit. Gràcies per tot i fins aviat.
Ara ell ho dirà en alemany pels seus compatriotes. Lass da meine Leid verstängen. Liebe Freunde von Mater Tibera, danke für die Einladung zu unserer heutigen Verpartnerungsfeier. Unsere Traditionen verbinden uns seit 35 Jahren, worauf wir alle sehr stolz sein können. Um eine Partnerschaft zu leben, muss jeder von uns etwas beitragen. Möge uns dies auch in Zukunft gelingen, in einem Europa ohne Grenzen und starken, selbstbestimmten Regionen. Für die Zukunft wünsche ich euch allen, liebe Freunde von Mater Tibera, viel Erfolg und Gesundheit. Danke für die Einladung und alles Gute. Molt bé, doncs seguim en aquest acte. Ara passarem la paraula al president de la Comissió de l'Agermanament. Al començament hem parlat de que tot això es fa perquè hi ha persones al darrere. Doncs una d'elles, treballadora incansable, aquest president es diu Francesc Duch. Autoritats, amigues, amics, celebrar un aniversari gairebé sempre és motiu de joia. Celebrar 35 anys d'un agermanament viu entre dues poblacions crec que és motiu de molta joia. Nosaltres, com a comissió, hem procurat al llarg d'aquests anys que el pes de l'agermanament hagi recaigut en les persones i en les entitats. Ara encetem una nova etapa. A les dues poblacions tenim nous alcaldes. Hem fet reunió de treball amb ells, amb tots ells, i tal com han manifestat en els seus parlaments, el compromís de futur és ferm. De comú acord amb els nostres amics de Mariet Far, mirarem d'implicar-hi a la gent jove. Explorarem intercanvis escolars, intercanvis esportius, ens seguirem esforçant perquè les persones i les entitats de Mata de Pere i de Mariet Far puguin trobar noves formes d'intercanviar coneixements i experiències, en definitiva, sentint-nos partícips d'aquella Europa somiada i encara no aconseguida on les persones, la cultura i els pensaments estiguin per sobre dels interessos econòmics. Sempre ens hem sentit recolzats per als consistoris de Mata de Pere i de Mariet Far. Avui és un dia especial per fer aquest agraïment. Viva France! Vielen Dank für dein Unterstützung für deine Mitarbeit, damit unser Partnerschaft nicht auf dem Papier bleibt. Du warst immer offen unser Projekte zu unterstützen. Du warst uns immer einen proaktiven Ansprechpartner. Wir sind uns sicher, dass wir mit deiner Hilfe aus deiner neuen Position rechnen können. Wir möchten dir ein Andenken an diesen 35 Jahre geben. Vielen lieben Dank. Lieber Francesc, liebe Freunde aus Mata de Pera, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Geschenk. Das wird einen Ehrenplatz bekommen. Ich freue mich, dass ich auch in Zukunft in der Partnerschaft eine Rolle spielen darf. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, auch in Zukunft an dieser Partnerschaft zu arbeiten. Und ich kann euch versprechen, ich werde mein Bestmöglichstes dazu tun und wünsche den Freunden aus Mata de Pera auch für die Zukunft alles, alles Gute und natürlich auch den Fachbichlerinnen und Fachbichlern. Danke fürs Mitfahren, danke fürs Mitmachen. Es ist wunderschön, wenn man da steht und unsere wesentlichen Kulturträger sieht und dass so viele Leute mitgefahren sind. Es gefällt mir wirklich sehr. Herzlichen Dank noch einmal. El Franz agraeix molt el regal que tindrà un lloc d'honor a casa seva. Diu que ha sigut un plaer i un honor de treballar per l'agermanament i que espera i de fet confirma que seguirà mantenint-se actiu en l'agermanament. També diu que està molt orgullós de veure com les mostres de cultura popular de la Lungau estan presents aquí, que fan tant goig i que això l'omple de joia. Que moltíssimes gràcies per tot. Bevor wir weitermachen, ich wollte nur kurz euch vorlesen, was unser Präsident von der Partnerschaft gesagt hat. Liebe Freunde alle,
Geburtstage feiern ist immer ein Grund der Freude, aber 35 Jahre Partnerschaftsjubiläum, das ist ein Grund der hohen Freude. Wir, das Partnerschaftskomitee Mater de Pera, haben in diesen Jahren immer versucht, die Menschen und Vereine unserer Gemeinde im Mittelpunkt der Partnerschaft zu stellen. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Beide Gemeinden haben neue Bürgermeister. Wir haben uns zusammengesetzt und über die Zukunft der Partnerschaft gesprochen. Die Verbindlichkeit zur Zukunft der Partnerschaft ist fest. Diese wurde hier auch von beiden Bürgermeistern in ihren Reden versprochen. Gemeinsam wurde vereinbart, dass unser Ziel soll sein, die jungen Menschen unserer Gemeinden in der Partnerschaft anzubinden. Wir werden Schulaustausche und Sportaustausche erkunden. Wir werden uns bemühen, dass die Menschen und die Vereine neue Arten der Austausch und gegenseitige Kennenlernen erforschen, letztendlich uns von der geträumten Europa uns so gehörig zu fühlen, wo Menschen, Kultur und das Denken im Vordergrund stehen und nicht die wirtschaftliche Interesse. Wir haben uns immer gut unterstützt gefühlt von beiden Gemeinden und heute ist ein besonderer Tag, um Danke zu sagen. Gràcies per estar sempre al nostre costat. Gràcies per estar sempre disposada a que l'agermanament segueixi viu. Som conscients que de vegades t'hem presentat projectes un xic arreujats, però tu, amb el teu saber estar, sempre trobaves la manera de que tothom s'hi sentís còmode. Sabem que hi seguiràs vinculada i que podrem gaudir de la teva experiència per engegar nous projectes. Des de la Comissió de l'Agermanament us obsequiem amb un detall mata de parenc fet per la Carme Serrat i el Toni Cadavall. Liebe Mireia, danke, dass du uns immer beigestanden bist. Danke, dass du immer bereit warst, die Partnerschaft im Leben zu halten. Es ist uns bewusst, dass wir manchmal etwa mit gewagten Anträgen gekommen sind. Aber du hast immer hingekriegt, dass die Sache einen natürlichen Lauf nimmt. Wir wissen, dass du für die Partnerschaft immer ein weiches Herz haben wirst und dass wir mit deiner Erfahrung rechnen können, neue Projekte zu starten. Im Namen der Partnerschaft schenken wir dir dieses Andenken, welches von unserer lokalen Artistin Carme Serrat und Toni Cadavall hergestellt wurde. Bona tarda. Estimat Nil López, alcalde de Mata de Pera, Andreas Kaiser, alcalde de Maria Far, Franz Doppler, també amb qui hem compartit 12 anys d'alcaldia, també a Francesc Duc i a tota la Comissió de l'Agermanament, moltes gràcies per la feina que feu. Gràcies també a Carme i Toni per l'obsequi, que és molt bonic, i també, igual que en Franz Doppler, el posarem en un lloc d'honor. Agrair també a totes les persones que formeu part doncs, ara de l'Ajuntament, com a regidors, com a regidores també els que estan aquí presents doncs, d'anys anterior, igual que els alcaldes que han acompanyat durant aquests 35 anys de l'agermanament. Avui ja està clar que ens trobem aquí per celebrar aquests 35 anys tan especials d'enllaç entre Mata de Pera i Maria Far, i que en el seu moment van iniciar els alcaldes Víctor Peiró i Otmar Purp-Ràbec, i que aquesta és una bona notícia. M'agradaria destacar en aquesta data històrica la feina, l'esforç i la dedicació d'una gran quantitat de persones i especialment, deixem-me que ho facin, a la Comissió de l'Agermanament, que al llarg d'aquests anys, han col·laborat i segueixen actives en mantenir viva la flama de la relació entre les dues poblacions. I a més, ara ens arriba la notícia de la intenció de crear una comissió paral·lela també a Maria Far. Això és fantàstic. Algunes persones que van iniciar la col·laboració l'any 1984, ja s'ha comentat abans, que no són entre nosaltres, i a ells els volem recordar i donar-los les gràcies per la seva implicació. Grans i petits, recordem els bons moments que hem passat plegats compartint les nostres respectives tradicions culturals i folklòriques i que ens ajuden a ser una ciutadania europea més completa. Alhora, seguim amb el desig de poder seguir sumant moments inoblidables. És molt recomanable llegir l'edició especial de la Gazeta amb motiu del 35è aniversari d'aquest agermanament, on es recullen una gran quantitat d'informacions, d'anècdotes i de curiositats. És una joia. Compartim quelcom més que les inicials de les respectives i boniques poblacions.
per molts anys segueixi viu aquest agermanament mirant cap al futur i en puguem anar sumant molts més. Liebe Herr Burgemeister Nil López, Burgemeister Andreas Kaiser, Burgemeister Franz Doppler, mit dem habe ich 12 Jahre Burgemeister geteilt, liebe Kommission Partnerschaft, Dankeschön für alles, Behörden, Damen und Herren. Heute treffen wir uns um die 35 Jahre der Partnerschaft zwischen Mata de Pera und Maria Farr zu feiern, dass die Bürgermeister Viktor Peiró und Otmar Burgrabeck angefangen haben. Wir möchten in diesem historischen Datum die Arbeit, Widmung und Mühe der vielen Leute unterstreichen, die im Laufe dieser Jahre bei der Partnerschaft mitgewirkt haben. Und ganz besonders das Partnerschaftskomitee, das in den ganzen Jahren dafür gesorgt haben, die Flamme der Partnerschaft am Leben zu erhalten. Wir hören, dass auch ein einliches Komitee in Maria Farr begründet wird. Gut. Einige Menschen, die 1984 die Partnerschaft ins Leben gerufen haben, sind mittlerweile nicht mehr unter uns. Für sie eine schöne Erinnerung und Danke. Jung und alt erinnern sich gern an die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, während wir unsere Kultur und Traditionen geteilt haben. Dieser Teilen trägt zur europäischen Einbindung zwischen den Völkern dazu bei. Wir haben viel mehr gemeinsam als die Anfangsbuchstaben unserer beiden Gemeinden. Diese Partnerschaft bringt uns nah zu dem, was wir gemeinsam haben, aber auch zu dem, was unterscheidet. Deswegen müssen wir die Partnerschaft weiterhin ernähren. Mit vielen Glückwünschen und Gesundheit für alle. Herzliche Glückwünsche und Erfolg für viele Jahre. Noch einmal Dankeschön. Molt bé, anem avançant en aquest acte de l'aniversari d'aquest agermanament. Passem ara a la presentació i intercanvi dels regals institucionals. Comencem amb l'alcalde de Mata de Pera, Nil López, que li regala a l'alcalde de Maria Farr. Wir kommen jetzt zu Ende dieser Partnerschaftsfeier und wir tauschen uns jetzt die Geschenke aus. Jetzt fangen wir mit unserem Geschenk von Mata de Pera zu euch. Molt bé, moltes gràcies. Doncs bé, aquest regal que fem a tota la gent de Maria Farr és ple de paral·lelismes i metàfores. Per què? Doncs perquè precisament aquí a Mata de Pera tenim una tradició molt arrelada que són les festes de Sant Sebastià, on com molts de vosaltres coneixereu, doncs solem baixar un pi de la pedrera de l'Angelet i després el portem a la plaça. Com veieu, aquest regal que tenim aquí no és un coet especial, sinó que és un pi, però un pi amb una peculiaritat. Sabeu també que, doncs, com hem dit, un agermanament és un intercanvi cultural. El pi que regalem, en aquest cas, a la gent de Maria Farr és un pi molt especial perquè és un pi que promou l'intercanvi cultural. Amb tots vosaltres us presentem el pi dels llibres. Als Libres, das konnte man übersetzen, der Bücherbaum. Wir haben ein Sommerfest, das feiern wir gerade, aber im Winter haben wir ein Winterfest. So machen wir das. Hauptthema der Winterfest ist ein Pinienbaum. Der wird, ähnlich wie euer Maibaum, sauber gemacht und dann stellt man das auf den Platz und die jungen Männer und Frauen von Mata de Pera klettern da drauf. Wir haben uns gedacht, und das haben wir auch bei uns, bei der Pfarrkirche da hinten, wir machen daraus aus diesem Pinienbaum einen Bücherbaum, auch für einen kulturellen Austausch. Das ist europaweit bekannt, das nennen die Book Crossing. Die Engländer haben immer einen Namen für die Sachen. Bücherbaum.
Das funktioniert so, du bringst ein Buch von zu Hause, den du schon gelesen hast, du findest es toll, du willst das mit deiner Mitbürger, mit deinen Nachbarn austauschen. Du lässt das in den Bücherbaum und der Nächste kommt und sagt, das interessiert mich. Der bringt eine von zu Hause und tauscht das. Und so funktioniert das. Wir hoffen, es gefällt euch sehr und ihr benutzt es auch. Danke. Danke für dieses wunderschöne Geschenk. Es wird einen Ehrenplatz bei uns im Mariafeuer erhalten. Und wir verstehen es als Zeichen der Verbundenheit. Wir können, indem wir die Bücher teilen, uns miteinander verständigen. Und wir werden versuchen, ein Buch von oder mehrere Bücher von Mata de Pera ebenfalls in diesen schönen Lesebaum zu integrieren. Danke nochmals. Es ist ein wunderschönes Geschenk. Moltíssimes gràcies per aquest regal. Entenem que és un regal de l'amistat, ens fa molta il·lusió i li donarem un lloc especial en els nostres carrers. Estem segur que els nostres veïns els faran servir molt i també potser hi podem posar algun llibre que tingui relació amb Mata de Pera perquè els veïns de Maria Faro ho coneixin. Moltíssimes gràcies per aquest regal tan fantàstic. Seguim, ara toca a l'alcalde de Mariafar fer el regal institucional a Mata de Pera, a l'Ajuntament de Mata de Pera. No és una taula. Una taula ja ens la van regalar un any. Ein Modell unserer Kirche. Unsere Kirche bildet den Mittelpunkt unserer Gemeinde und ist ein großes Wahrzeichen und wurde voriges Jahr zur Basilika Minor erhoben. Mariafar ist der Ort, an dem Stille Nacht entstanden ist, der Text von Stille Nacht. Und Stille Nacht ist ein Lied, das die Völker im Frieden verbindet. Und dieses Modell unserer Basilika soll ein Zeichen der Verbundenheit sein mit Mata de Pera. Und wir wünschen euch weiterhin viel Glück. Und die Partnerschaft mit euch soll, wie es schon geheißen hat, die nächsten 35 Jahre weiterleben. Danke. Ich muss noch was nachholen. Ich sage Danke an die Susanne Machainer und den Thomas Landschützer, die dieses Modell unserer Kirche, unserer Basilika gebaut haben. Recht herzlichen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen und mich beim Franz Doppler bedanken, der die vergangenen 15 Jahre diese Partnerschaft wirklich am Leben erhalten hat. Und es ist, glaube ich, ihm zu verdanken, dass wir heute hier stehen und diese Partnerschaft erneut feiern können. Und lieber Franz, auch danke für die ganze Organisation dieser Reise. Du hast mir wirklich sehr viel abgenommen an Sorgen und ich weiß es zu schätzen. Und ich sage nochmal danke für alles und weiterhin bitte. Danke. Penso que els que heu estat a Mariafar ja sabeu quina és l'església. Aquesta és l'església de Mariafar. L'església de Mariafar és el centre de Mariafar, és el centre de tot el que passa en aquest poble. L'església de Mariafar va ser elevada a Basílica Minor l'any passat, el 2018, el qual és naturalment un honor molt, molt, molt gran. I aquesta maqueta ens la porten com a símbol d'amistat perquè ens volen regalar el que ells més estimen del seu poble, el que configura realment el seu paisatge, volen que també estigui present a Mata de Pera. Ha afegit també un agraïment molt especial als maquetistes d'aquesta maqueta, que són dos músics de la banda, que l'han fet expressament per nosaltres. Vielen Dank, Susanna und Thomas. I per aquí
acabar ha volgut mencionar molt especialment a l'alcalde Franz Doppler, agrair-li moltíssim la feina que ha fet durant aquests 15 anys per tirar endavant l'agermanament, agrair-li moltíssim l'organització del viatge, que ha anat tot molt bé i ha sigut tot fantàstic, i demanar-li que segueixi, que es mantingui vinculat a l'agermanament perquè pugui tirar endavant. Moltíssimes gràcies. Claurem aquest acte i ara us vull dir que això és collita pròpia. Tindrem dos símbols molt importants a Matadepera de Maria Far. Un és la font que ja tenim al Busquet, que abans estava aquí i ara l'hem passat al Busquet. Aquesta font és d'un bosc que hi ha a Maria Far, el Farinberg. És un lloc molt important per Maria Far perquè allà treballen la fusta i la treballen molt bé. Vol dir que quan veus aquesta font recordes tot allò que has viscut allà. I l'altra és aquesta maqueta, com ens apuntava l'alcalde de Maria Far i la Marta. L'església de Maria Far està al centre del poble, està rodejada del cementiri i és un gran símbol, i a més ara l'han augmentat, li han pujat la categoria. Vol dir que ho podrem veure, suposo que això l'Ajuntament ens ho col·locarà en un lloc privilegiat de Matadepera i podrem disfrutar els que hem estat i els que no hi hem estat i recordar tots aquests 35 anys que gràcies a tots vosaltres, els que ens han precedit i els que vindran, que això segueixi endavant. Moltes gràcies i fins a sempre. Ein paar Worte, als er als Privatmensch sagen wollen. Er war sehr oft in Maria Far bei euch als Reisebusfahrer. War mit der Drag Ski Club oft das da. Er liebt Maria Far, das liegt ihm am Herzen zu sagen. Das ist eine große Ehre, die Kirche von Maria Far bei uns zu haben, zusammen mit dem Brunnen, die wir schon seit Jahren hier haben bei uns. Und hofft, dass unsere Leute das auch zu schätzen wissen. Und bedankt sich sehr für alles. Ara sí, clourem aquest acte amb música i recordeu que avui a 8:45 del vespre, a la carpa que està situada a la carretera de Matadepera, perdó, la carretera de Sabadell, de Matadepera a Sabadell, al costat del Relet, hi ha la Agermanament Fest, la festa més important d'aquesta festa major. Gràcies.